herzlich willkommen zu Sidgus Verse News. Es ist wieder einiges passiert im Verse. Legen wir also gleich los. Die 3.9.1 ist gestern im Laufe des Abends live gegangen. Allerdings gab es erst gewisse Schwierigkeiten. Viele Spieler sind in eine Warteschleife gekommen und wenn die dann abgelaufen war, sind sie aus dem Spiel geschmissen worden. Das führte sich fort bis ungefähr 11 Uhr. Dann haben die ersten Leute es geschafft ins Spiel und pünktlich um 0 Uhr wurde dann die Pforte zur Invictus Lounge Week gestartet. Die Fahrstühle waren offen und die Leute konnten sich die erste Ausstellung von Origin, RSI und Tumbrel anschauen. Der Gunner und ich, wir haben das natürlich auch gleich gemacht und diese Folge wird gleich im Anschluss dieser Verse News natürlich sofort ausgestrahlt werden. Logisch, könnt ihr euch drauf freuen. So, wir legen gleich los. Es gibt eine Menge Sachen, die ich euch berichten kann. Die Links zu den folgenden Beiträgen findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Logisch, wisst ihr Bescheid. Freunde, los geht es mit der Invictus Lounge Week. Wie gerade schon gesagt, um 0 Uhr wurden die Pforten geöffnet und auf der RSI-Seite erschien dieser neue Reiter. Und hier haben wir relativ viel, was ich euch jetzt zeigen muss. Ich werde mich ein bisschen beeilen, sonst wird das hier ewig dauern. Hier oben ist erstmal ein wichtiger Button für alle Leute, die neu im Verse sind und sich einen Account angelegt haben und jetzt das Spiel downloaden wollen. Die gehen da drauf und können sich das dann hier downloaden. Ihr folgt einfach diesem Reiter und der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Dann gibt es ein neues Starter-Pack zum Invictus, also praktisch ein Limited Edition Invictus Starter-Pack und ihr bekommt eine Avenger Titan mit extra Skin. Ihr habt die Avenger Titan, ihr habt eine 120-monatige Versicherung, richtig gehört, eine 120 Monate, das ist fast wie Lifetime, also müsst ihr mal durchrechnen, wie viele Jahre das sind, ne, verrückt. So, dann gibt es einen Safeland-Hanger, dann gibt es einen Star Citizen Digital Download, natürlich, ihr wollt das Spiel ja auch zocken. Dann gibt es In-Game-Money 1000 UECs. Wenn ihr einen Referral-Code verwendet habt bei der Anmeldung, bekommt ihr 5000 UECs extra. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Also besorgt euch den von irgendeinem Kumpel oder so, dann macht das, solltet ihr hundertprozentig mitnehmen, denn im Nachhinein ist das immer schwierig, den noch zu besorgen. Dann bekommt ihr noch den Skin dazu. Das ist dieser blau-gelbe, der normalerweise auf der Avenger Titan Renegade ist. Und das ganze Starterpaket gibt es ungefähr für einen Haier Mann weniger. Also 5 Euro weniger abgezogen. Ist ein spezielles Angebot jetzt für die Invictus Launch Week. Richtig cool. Die anderen Starterpacks, die Aurora und ich weiß gar nicht, die Mustang, genau, die sind wie immer. Da gibt es jetzt keine Vergünstigung. Das ist wirklich nur das hier. Aber es ist ja schon auf jeden Fall schon mal ein Anfang. So, das ist der erste Punkt. Wir gehen mal zurück auf die Seite, wo wir gerade waren. Zack, mal hier. Und hier geht es weiter mit dem Mai, den 22. Mai und dem 23. Mai. Und die Manufakturen, die nun ausstellen, sind Origin, RSI und Tumbrel. Hier geht es dann weiter. Am 24. öffnet dann Anvil Aerospace seine Pforten und dann geht es mit Aegis Dynamic weiter und so weiter und so fort. Aber jetzt sind für 2 Tage erstmal diese 3 Hersteller da und die haben schon einiges zu bieten. Erstmal gab es aber auch einen fantastischen neuen Trailer, den wir uns jetzt erstmal angucken werden. Ne? Und ich sag euch, schnallt euch in der Sitzgruppe fest. Das Ding ist richtig geil. Mega geiler Sound, richtig coole Bildqualität. Auch der Stil hat sich ein bisschen geändert. Ihr werdet sehen, was ich meine. Und los geht's. Let's go.
Und ist das ein geiles Teil? Also wirklich, also ich habe mir den schon, glaube ich, 500 Mal angeguckt. Mindestens, ne? Richtig geil. Wie der Stil dann wechselt und so. Top-Ding. Haben sie wieder richtig einen rausgeballert, die Jungs und Mädels von CIG. Richtig geil. So, weiter geht's auf jeden Fall jetzt mit dem neuen Rover von Origin Jumpworks, dem G12 oder G12. Der ist seit gestern schon im Presale für die Concierge-Mitglieder, also den Leuten, die schon um die 1000 Dollar in Star Citizen investiert haben. Und jetzt, 24 Stunden später, ist dieses Ding jetzt für alle Bäcker offen. Und das gucken wir uns jetzt erstmal an, was euch da erwartet. Wir gehen mal hier rein. So, und das ist praktisch die Seite, die wir gestern schon gesehen haben, also die Leute, die schon diesen Sale genießen konnten. Es gibt auf jeden Fall drei neue Modelle. Es gibt einmal die Touring-Variante, die Combat-Variante und die Racing-Variante in Blau. Das ist die Touring und das ist die Combat-Variante. Wir gehen die einmal mal schnell durch. Ich sage euch so ein bisschen was dazu. Ich will euch da jetzt auch gar nicht lange mit aufhalten, denn ihr habt die bestimmt schon gesehen bei anderen Leuten und ich werde euch das einfach mal ganz schnell erklären. Also hier haben wir die Touring-Variante in Weiß. Das ist praktisch ein Fahrzeug, ein Rover, der 50 Meter pro Sekunde drauf hat. Ihr habt hier die Möglichkeit, zwei Standard-Cargo-Units mitzunehmen, die wir auch auf irgendeinem Bild sehen. Ich gucke mal ganz genau, da hinten sind sie drin. Wir haben hier hinten einen Remote-Turret, der sich um 360 Grad drehen kann. Remote bedeutet so viel, wie dass es kein Turm ist, wo ihr euch reinsetzen könnt, sondern ihr könntet das Ding vom Cockpit aus steuern. Das sind zwei Size 1 Laser-Repeater hier oben drauf und insgesamt muss ich sagen, ist das ein richtig cooles Ding. Wenn ihr mal ein Paket von A nach B transportieren müsst in einer etwas gefährlicheren Gegend, wo ihr Angst haben müsst, dass irgendwelche Leute an der Ampel euch die Reifen demontieren, könnt ihr die wenigstens noch erschießen. Ne? Super gemacht. So, das ist auf jeden Fall die Touring-Variante. Also mir gefällt es wirklich gut. Mir gefällt das ganze Design auch gut. Ich bin eigentlich nicht so ein Origin-Fan, aber das ist wirklich was, wo ich sagen muss, das haben sie richtig gut gemacht. So, hier gibt es noch ein paar Bilder, ein bisschen Werbetext, müsst ihr euch mal durchlesen. Und dann kommen wir schon zu der Combat-Variante. Das ist der G12A. Und hier haben wir statt der zwei Standard-Cargo-Units gar keine Cargo-Units und wir haben acht Size 2 Missiles hinten drauf. Hier. Und wir haben sogar Countermeasure. Also wir können uns sogar gegen Raketen verteidigen. Die können wir dann abschießen. Das ist wie bei den Raumschiffen, kennt ihr ja. Ne? Ob wir da, also praktisch diese Flares sind das. Und das ganze Ding hat praktisch einen härteren Chassis als die anderen beiden und somit macht es das eigentlich wirklich ideal zum Kämpfen. Ne? Sieht außerdem auch richtig geil aus. Richtig schönes schwarzes Ding. Fällt mir gut. Alle drei Modelle haben übrigens spezielle Reifen für ihren Einsatz. Ob wir die später wechseln können, das müssen wir sehen. Ich würde es mir wünschen, ne, weil es kommt ja immer auch darauf an, gerade bei der dritten Variante gleich. Das ist nämlich ein Rennwagen. Da wäre es ja ganz cool, wenn man da so ein bisschen die Reifen beeinflussen kann. Aber ja, werden wir sehen, ne? Genau, wie gerade schon angekündigt, die dritte Variante, der Rennwagen. So, in einem schönen Blau-Grau-Orange-Metallic. So, ne? Sieht ja auch richtig cool aus. Hier hinten dieses Fähnchen. Naja, geht so. Aber im Grunde genommen ist das der schnellste von allen. Übrigens, die Comet-Variante von eben, die kriegt nur 45 Meter pro Sekunde drauf. Und der hier hat aber einen Max-Speed von 55 Metern pro Sekunde. Und Vorsicht, verwechselt das nicht mit dem Cyclone und mit dem Cyclone RC, dem Racer, sondern das hier ist wirklich ein Rover und ist eher mit dem Ursa Rover zu vergleichen. Und da ist der natürlich hier, ne, um Längen besser, um Längen schneller auch. Und ja, ich sag mal, die Daymar Rallye wird in Zukunft wirklich eine interessante Sache werden. Ne? So viel steht auf jeden Fall schon mal fest. Genau, übrigens, der Ursa Rover hat eine Maximalgeschwindigkeit von 40 Metern pro Sekunde. Nur mal so als Vergleich. So, wir haben hier statt einem Turret oder einem Tor, eine Missile-Abschussstation, haben wir hier ein EMP verbaut. Ne, das heißt also, wir können andere Fahrzeuge, wenn wir daran vorbeifahren, diesen EMP zünden und die lahmlegen. Vermute ich mal. Ne? Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei Mario Kart, wo wir da einfach vorbeifahren und so eine Banane fallen lassen. Also so ungefähr. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Genau, das Ding hat auch auf jeden Fall gesagt, null Standard-Cargo-Units und alle drei Varianten können jetzt von euch, hier gibt es übrigens noch eine Broschüre, können jetzt von euch erworben werden. Hier, die gibt es einmal in der Worban-Version. Das heißt, ihr müsst sie mit Echtgeld bezahlen, bekommt dann aber eine lebenslange Versicherung dazu und es gibt auch
die Nicht-Warband-Version, die ihr mit Store-Credits bezahlen könnt. Hier habt ihr aber trotzdem auf alle Modelle 120 Monate Versicherung. Also, Freunde, eigentlich völlig Wurst. Ob LTE oder das, ne? Ihr sucht es euch einfach aus. Echtgeld oder Store-Credits oder Upgrades. Ihr könnt die auch upgraden, ne? Wisst ihr, im Hangar und dann auf Ship-Upgrades gehen und dann könnt ihr die praktisch, ja, von einem anderen Schiff upgraden. Und das Ganze gibt es natürlich noch im Triple Pack, ne, als Warband-Version und für 189,51 Euro als Nicht-Warband-Version. Gut, das sind, wie gesagt, die neuen Rover von Origin Jumpworks. Ich habe natürlich gestern gleich zugeschlagen aus zweierlei Hinsicht. Ich finde sie erstmal ganz cool, muss ich, mir gefallen die wirklich gut. Und der andere Grund ist natürlich, ich möchte euch die natürlich zeigen, sobald die da sind. Logisch. Aber ich denke mal, das wird noch ein bisschen dauern. Das sieht man hier auch an der Rover-Variante, wenn man sich hier mal das Innenteil anguckt. Ich zeige das mal ganz kurz. Von außen sieht er schon ganz cool aus, aber von innen sieht man schon, ah, das ist noch nicht wirklich detailliert. Ne? Das ist, da fehlt noch ein bisschen. Das ist noch nicht final. Ne? Guckt euch das an, das ist alles noch so, ja. Man hat das Gefühl, ja, ist, also ich sehe das auf jeden Fall, aber vielleicht ist es auch einfach mein Produktdesigner-Auge. Das ist noch nicht, da muss noch ein bisschen was. Gut, Freunde, wir gehen mal weiter. Und zwar hat ja nicht nur Origin Jumpworks was ausgestellt, sondern auch noch andere Hersteller. Und die wollen wir uns natürlich auch noch angucken. Ne, die Folge wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger, aber so ist das halt normal. Ne? So, dann haben wir natürlich noch weitere Fahrzeuge bzw. Fluggeräte von Origin Jumpworks, und zwar die Origin 325A. Könnt ihr auch jetzt wieder erwerben und hat auch 120 Monate Versicherung inklusive. Haben übrigens alle, die jetzt hier zu erwerben sind. Warum sind die anderen Modelle der 300er Serie nicht da? Das hat folgenden Grund. Hier werden wirklich nur die Sachen ausgestellt und verkauft, die irgendwie in einer Kombination mit der UEE, mit dem UEE Militär, mit der UEE Navy in Verbindung standen. Und deswegen gibt es hier keine Touring-Variante oder keine Racing-Variante von diesem Schiff, sondern wirklich nur die Kampf-Variante. So, dann haben wir hier unten noch die Origin 125A. Das ist praktisch aus der 100er-Serie. Diese befindet sich aber leider immer noch im Konzept, beziehungsweise ist noch nicht flight-ready. Wie lange das noch dauert, ja, müssen wir mal abwarten. Entweder bringt die wirklich CIG irgendwie spontan mal ins Spiel oder, ja, sie steht irgendwann auf der Roadmap. Müssen wir mal abwarten. So, dann haben wir hier nochmal alle Rover-Varianten. Die könnt ihr nochmal durchklicken. Das ist das Gleiche, was wir eben schon hatten. Und wir haben unten hier auch nochmal die Packs. So, und dann haben wir noch ein Origin-T-Shirt und wir haben auch noch das gesamte T-Shirt-Paket. Das gab es aber im November schon zur Messe. So, noch was? Nee. Genau. Und dann haben wir natürlich noch Merchandising. Merchandising haben wir bei allen Reitern, aber hier können wir das schon mal durchgehen. Wir haben auf jeden Fall hier ein Greatest Sticker Set. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das sein soll. Das ist irgendwie Sticker Set. Hm. Gucken wir uns mal an. So. Ja, sieht man auch nicht mehr. Ne? Ja, keine Ahnung. Warte mal. Ja, ein Sticker-Set ist ja normalerweise ein Aufkleber-Set, ne? Ich weiß nicht, ob das ein riesen Aufkleber ist. Naja, werden wir auf jeden Fall mal ein Auge behalten. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. So, auf jeden Fall geht es immer vom Anfang los. Ja. So, wo waren wir? Wir waren hier, ne? Genau, dann gibt es auf jeden Fall eine UEE Navy Mütze, die ist echt ganz schick, muss man mal gucken, die sieht ganz cool aus. Dann gibt es ein Notizbuch von Star Citizen und es gibt ein UEE Navy T-Shirt. Ja, kann man machen. Ne, ist jetzt nicht ganz meins. Ich warte mal auf die Drake-Sachen, die Forscher, die ich da gesehen habe, das hat mir schon besser gefallen. Ich als alter Drake-Fan. Genau, das ist das zum Thema Origin Jumpworks. Das machen wir mal wieder zu und gehen weiter zu Robert Space Industries. Auch einer der Aussteller, die hier ihre Pforten geöffnet haben. Dann haben wir auch hier wieder den Hinweis, wir können die Schiffe upgraden, die Constellation Aquila. Also ihr könnt übrigens auf alle Schiffe, die hier sind, upgraden. Ja, dann müsst ihr halt auch, wie gesagt, auf Upgrades gehen. Müsst ihr einfach mal schauen. Wir haben die Aurora Legionär. Das ist ein Schiff der Aurora-Serie. Natürlich auch die Legionär, denn das ist auch wieder die Kampfvariante dieses Lineups und nicht die anderen Modelle. Dann haben wir die Constellation Phoenix, die Andromeda, die Aquila
Und dann haben wir den Osa Rover und die Mantis, die ebenfalls auf der Messe ausgestellt sind. So, hatte ich übrigens auch schon gesagt, dass wir nach dieser Verse News sofort auf die Messe gehen. Hatte ich nicht. Na, vielleicht habe ich es gesagt, dann habe ich es jetzt gesagt. Da könnt ihr euch drauf freuen. Wenn das Ding live geht hier, dann könnt ihr euch für wenige Minuten später auch auf die Messe begeben. Richtig gut. Habe ich gut gemacht. So, dann könnt ihr die Polaris erwerben. Die ist allerdings momentan schon ausverkauft. Das ging auch ruckzuck, ne, wie immer bei manchen Schiffen. Müsst ihr mal abwarten, wenn ihr das Schiff unbedingt haben wollt, müsst ihr einfach mal beobachten. Das kann sein, dass einfach nochmal ein paar reinkommen. Ja, muss man einfach ein bisschen beobachten. So, dann haben wir noch die Constellation Taurus, die vierte Variante der Constellation im Bunde, die noch nicht flight-ready ist. Das ist praktisch das Frachtschiff, das reine Frachtschiff, das sich immer noch im Konzept befindet, ewig lange schon. Man kann sich gar nicht wirklich erklären, warum das so ist, aber es ist halt so. Ja, wenn ihr dieses Schiff jetzt erwerben würdet, würdet ihr jetzt als Loaner-Schiff ein Schiff der anderen Constellations bekommen. Ich weiß gar nicht welches, aber eins davon bekommt ihr wahrscheinlich, die Andromeda. Keine Ahnung. Könnt ihr auf jeden Fall jetzt drauf plätschen. Und es gibt auch noch das Medical-Schiff von RSID, Apollo Triage. Warum es die andere nicht gibt, wie hieß die denn nochmal? Ich weiß es gar nicht. Die Apollo Triage, die Apollo... weiß. Das ist eine weiße, auf jeden Fall. Ne, die gibt's jetzt nicht. Aber warum, kann ich euch nicht sagen. Wahrscheinlich, weil die im Einsatz der UAE war und die andere nicht. Würde ich jetzt mal sagen. So, und dann kommen wir zu einer interessanten Sache. Und zwar gibt es jetzt Farben. Farben für die Aurora-Varianten gibt es und es gibt Farben für die Constellation-Varianten. Und das ist doch mal geil. Oder das ist natürlich nur der Anfang. Ihr könnt die jetzt hier als Pack kaufen. Ihr könnt die aber wahrscheinlich auch in-game irgendwo bekommen. Das weiß ich aber noch nicht, da habe ich mich noch nicht auf die Suche gemacht. Werden wir natürlich noch machen. Und das ist, wie gesagt, nur der Anfang. Da wird es noch viel mehr geben. Ne, das ist auch die alten Aurora-Skins, die es schon gab, die sich einige von euch vielleicht schon besorgt haben. Da gab es ja mal so ein Piratenpack oder sonst irgendwelchen Skins. Die funktionieren dann auch. Und wir werden das Ganze mal beobachten. Ich zeige euch aber, wie ihr da noch hinkommt. Ne, das ist jetzt nicht der einzige Weg, denn es gibt oben bei Extras jetzt einen neuen Reiter. Das zeige ich euch gleich noch. So, hier gibt es noch ein RSI-T-Shirt und nochmal die komplette Kollektion. Und hier unten nochmal das Merchandising. Das ist aber das Gleiche. So, machen wir dazu und gehen weiter. Kommen wir zu Tumbril Land System. So, hier könnt ihr jetzt alle Cyclones euch holen, außer den Standard, den braucht das UEE nicht. Es gibt halt, und den Racer gibt es natürlich auch nicht. Es gibt den AA, ja, den Anti-Air. Dann gibt es den hier mit dem Scanner, den Cyclone mit dem Scanner, genau. Und dann gibt es den mit dem Turret. Also alles so ein bisschen, was mit Kriegsführung zu tun hat. Sind ein paar ganz schicke Dinger. Das Ding macht echt gut Spaß. Die Dinger, ja, der funktioniert nicht so richtig. Aber wie gesagt, wer sich die schon immer holen wollte. Und alles mit 120 Monate Versicherung. Und Freunde, ihr habt es gerade schon gesehen. Es gibt auch den Panzer. Da wird sich der Chaos auf jeden Fall riesig freuen. Der ist ein riesen Fan davon. Und es gibt schon die wildesten Geschichten, was die Leute so alles mit dem Panzer anstellen wollen. Wann das Ding kommt, kann ich euch nicht sagen. Ist auch noch im Konzept. Ja, ist 113,70 Euro. Muss man sich wissen. Ist für einen Panzer vielleicht nicht so teuer, aber gut, Freunde. Das so viel dazu. Dann machen wir das Ganze. Ne, da wollte ich jetzt nicht. Zurück. So, mal gucken, ob noch irgendwas kommt unten. Aber ich glaube, das sollte es eigentlich gewesen sein. Ja, genau. Hier könnt ihr nochmal diesen Flight-Button, der oben schon war. Und jetzt wollte ich euch nochmal kurz zeigen, dass ihr, wenn ihr auf Pledge Store geht, habt ihr jetzt hier erstmal die Starter-Packs nochmal. Ihr habt einmal die Avenger Titan Starter-Pack für 70,99 € eben. Und dann habt ihr noch das Avenger Titan Plus Squadron 42 Comet Pack. Wenn ihr das euch besorgt, dann bekommt ihr noch Squadron 42, die Singleplayer-Kampagne, die vor Star Citizen stattfindet, noch umsonst dazu. Und das ist auf jeden Fall ein super fairer Preis. Ne? Ihr habt dann letztendlich zwei vollwertige AAA-Spiele. Ja. Müsst ihr, wenn ihr das überhabt und wenn ihr sagt, Star Citizen ist das beste Spiel, was ihr jemals gesehen habt, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Ne? Überhaupt keine Frage. So, was will ich eigentlich zeigen? Genau, wenn ihr hier unter Extra geht, seht ihr jetzt einen neuen Reiter mit Paint. Und wenn ihr darauf geht, seht ihr eigentlich im Moment noch alle die Paints, die wir gerade schon gesehen haben. Aber das wird sich wahrscheinlich in Zukunft noch erweitern auf andere Schiffe. Ich vermute mal sogar noch im Laufe der Invictus Launch Week. Denn wie gesagt, wir haben ja nur RSI bis jetzt und Origin.
und Tumble. Und Origin ist, glaube ich, ein Hersteller, die sind eher so weiß unterwegs. Die haben so einen ganz, ganz engen Style Guide. Ich glaube nicht, dass die zulassen, dass die Leute da groß rumpainten können. Und Tumble, ja, das sind so spezielle Fahrzeuge, die der Racer in Rot da, der, ja. Der muss ja jetzt nicht unbedingt grün sein, ne? So stelle ich mir das auf jeden Fall ungefähr vor, warum jetzt hier nur RSI ist. Aber ich denke mal, im Laufe der Messe, der Ausstellung, wird hier noch ein bisschen was erweitert werden. Freunde, das ist auf jeden Fall ein großer Teil gewesen zum Invictus Launch oder beziehungsweise zum Invictus 2950. Und ich würde sagen, wir machen mal mit dem nächsten Thema weiter. Letzte Woche Freitag gab es ein Star Citizen Live mit dem Titel Designing Levels. Unser Mitarbeiter Korrespondent Kahn hat diese ganze Unterhaltung, das Q&A, für uns ins Deutsche übersetzt. Dazu verbinde ich jetzt live nach New Babbage Korrespondent Kahn. Das Mikro gehört dir. Bitteschön. Ich danke dir, Sitko, und begrüße euch zu einer neuen Folge Star Citizen Live. Heute mit dem Thema Designing Levels, also das Erstellen von Leveln. In dem Fall sind es nicht die Level, wie wir sie von gewöhnlichen Spielen her kennen, sondern die einzelnen Spielbereiche, wie zum Beispiel Port Olisar, Lorville, New Babbage und so weiter. Hier habe ich heute 33 Fragen und Antworten für euch. Legen wir also los. Frage Nummer 1. Werden wir in den modularen Raumstationen Karten und Wegweiser haben? Ja, das wird möglich sein. Mit der Zeit werden diese Stationen auch immer wieder angepasst. Da sie aktuell Wegweiser und ähnliche Dinge per Hand setzen müssen, warten Sie noch, bis es ein Tool zur Automatisierung dieses Prozesses gibt. Frage Nummer 2. Haben Sie langfristige Pläne für die Landezonen, Point of Interest und Außenposten oder werden diese hinzugefügt, wenn Sie eine konkrete Idee haben? Wenn Sie einen Ort erstellen, versuchen Sie so viel wie möglich vorauszusehen und zu planen. Zum Beispiel gibt es das Krankenhaus in Lorville, was noch nicht betreten werden kann, aber es steht schon mal für später zur Verfügung. Gebäude und Orte werden eingeplant, auch wenn sie zurzeit keine Funktion haben. Frage Nummer 3. Werden wir zwischen den Städten einen Shuttle-Transport bekommen? Ja und nein. Sobald es das passende Tool dafür gibt, werden die Städte auch Shuttle-Dienste bekommen. Frage Nummer 4. Haben Sie Einfluss auf die Schiffsinnenräume? Nein, das ist die Aufgabe der Kollegen des Schiffteams. Frage Nummer 5. Wird es in Zukunft mehr feindliche Gebiete geben, die komplexer sind als die derzeitigen Standorte? Das ist geplant. Das Ziel ist, zurzeit erste Versionen von Standorten ins Spiel zu bringen, dann mehr in die Tiefe zu gehen und die verschiedenen Areale inhaltlich kürzer oder auch länger zu gestalten. Frage Nummer 6. Werden wir unterschiedliche Höhlenarten sehen? Es gibt intern schon einige Ideen und Prototypen, die getestet werden. Frage Nummer 7. Werden wir innerhalb von Lorville Standorte sehen, die es uns ermöglichen, in Städten zu arbeiten, ähnlich wie in der Mine des Gefängnisses? Das ist eine tolle Idee. Spieler hätten doch mehr Möglichkeiten, Lorville zu erleben. Diese Dinge möchten sie gerne im Spiel haben. Frage Nummer 8. Was ist mit dem geheimen Zugang nach Lorville geschehen? Dieser ist etwas in der Priorität gesunken, da es noch keine Schmugglermechanik gibt. Der Zugang steckt zurzeit in der Whitebox-Phase. Frage Nummer 9. Jetzt, wo wir New Babbage haben, wird Lorville die gleiche Aufmerksamkeit erhalten, um auf die gleiche Qualität gebracht zu werden? Alle Landezonen werden immer wieder aktualisiert, wie bei der Anpassung der Flugverbotszonen. Wir sind auch auf das Feedback der Community angewiesen, denn beliebte Features steigen in der Priorität. Frage Nummer 10. Wie ist der aktuelle Stand der Entwicklung von Sekundärstationen, wie zum Beispiel Vorstädten? Sie versuchen erst in die Breite zu gehen, damit man den Spielern verschiedene Orte anbieten kann. Doch wird es noch eine Weile dauern, bis sie sich um diesen Punkt kümmern. Frage Nummer 11. Wo fängt man an, wenn man einen Standort entwirft? Das ist unterschiedlich. Der eine entwirft anhand der Dokumentation schnell eine grobe 3D-Umgebung, während andere ihre Ideen auf Papier erstellen und dann erst im Editor die Umgebung geschaffen wird. Frage Nummer 12. Gibt es Momente, in der ein Kunststil ihr Leveldesign beeinflusst hat? Meist beginnt es mit einem Grundkonzept, an dem sie sich orientieren. Der Stil passend zur Geschichte des Ortes und die Menschen, die dort leben. Sie arbeiten aber auch mit der Künstlerabteilung zusammen, um sich Ideen von dort zu holen. Frage Nummer 13. Was ist mit den Eishöhlen passiert? Zurzeit nicht viel, da der Fokus woanders liegt. Frage Nummer 14. Werden die Dächer von Arkop die Möglichkeit bieten, darauf zu landen und selbst in die Hauptstadt zu fahren? Zurzeit möchten sie, dass die Spieler den Sicherheitsbereich der Landezone passieren. Sobald die Schmugglermechanik ins Spiel implementiert ist, ist es denkbar, dass sie solche Möglichkeiten einbauen. Frage Nummer 15. Welche Ideen haben Sie, damit Spieler mehr Bodenfahrzeuge als Schiffe nutzen? Umso mehr Inhalte Planeten und Monde bekommen, umso wahrscheinlicher wird es Orte geben, die man mit einem Raumschiff nicht erreichen wird, wie zum Beispiel Höhlen. Im Moment möchten sie erst die Planeten füllen. Sobald mehr Effekte und Mechaniken ihren Weg ins Spiel finden, werden Orte wie Höhle und Städte unterschiedlicher werden. Frage Nummer 16. Welche anderen Arten von Stationen können wir außer Orbitalraffinerien, Fracht- und Truckstationen erwarten? Es gibt Ideen wie ein Piratenversteck, Sicherheitsaußenposten und Produktionsstationen. Frage Nummer 17. Warum sehen alle Bunker gleich aus? Haben sie alle die gleichen Innenräume?
Räume? Es wird erst erstellt und die Funktion getestet. Laufen diese, werden für die Zukunft verschiedene Varianten geplant, aber nicht gleich umgesetzt, da erst mehrere Projekte in der ersten Version erstellt werden. Später kommen dann die unterschiedlichen Varianten der Grundversion. Frage Nummer 18. Wie dicht werden in Zukunft Standorte auf Oberflächen beieinander liegen? Inhalte werden mit der Zeit anwachsen und die Planeten und Monde werden immer mehr gefüllt sein. Planeten und Monde werden immer wieder aktualisiert und es kommen neue Dinge hinzu. Frage Nummer 19. Werden Hangars so angepasst, dass die Öffnungen nicht so eng sind oder mehr Vielfalt wie Start- und Landebahn oder Gemeinschaftshangars bieten? Es ist angedacht, über dem Hangar ein automatisches Landezonenfeld einzurichten, was dem Spieler die Möglichkeit gibt, sich schon bevor das Schiff im Hangar befindet, automatisch auszurichten und zu landen. Frage Nummer 20. Werden wir wieder die Rückkehr des KI-Verkehrs in den Landezonen erleben? Davon gehen sie aus. Frage Nummer 21. Was sind die Pläne für das PU, welches mehr als 50 Spieler haben wird? Sie versuchen, Orte für die Zukunft zu planen und auch, dass mehr als 50 Spieler dort sein können. Frage Nummer 22. Auf welche Gameplay-Features freuen Sie sich am meisten oder arbeiten am liebsten daran? Hauptsächlich die Schmugglermechanik, mit ihren neuen Wegen in die Landezonen, aber auch neue Außenposten sind ein tolles Feature. Frage Nummer 23. Warum gibt es so viele Züge zwischen den Hubs und dem Weltraumbahnhof? Wir haben uns an der Realität orientiert und wollten nicht die Wohnung direkt neben dem Raumhafen bauen. Frage Nummer 24. Woran haben Sie am liebsten gearbeitet? Kleine Außenposten. Diese zu gestalten hat sehr viel Spaß gemacht. New Babbage hat viel Spaß bereitet, natürlich auch Area 18 und Grimhex. Frage Nummer 25. Wie kam es zu Jumptown und wird es in Zukunft einen Jumptown 2 geben? Daran waren Sie nicht wirklich beteiligt, aber Sie würden gerne an einer neuen Version arbeiten. Frage Nummer 26. Können Sie die Bewegung der Kräne in Lawville umsetzen? Es war einmal so und es wird auch wieder so sein. Frage Nummer 27. Werden die Videospiele und Verkaufsautomaten in der Zukunft auch funktionieren? Aber sicher. Frage Nummer 28. Werden an Truckstops Raffinerien und Frachtdecks vorhanden sein? Nein, das ist nicht geplant. Frage Nummer 29. Planen Sie geheime Orte wie Truckstops hinzuzufügen? Auf jeden Fall. Frage Nummer 30. Werden bewohnte Planeten kleine Städte erhalten, die aber größer als Außenposten sind und verschiedene Missionen bieten? Ja, auch das ist geplant. Frage Nummer 31. Werden Standorte, die zurzeit statisch sind, Schadenszustände aufweisen oder verschleißen? Ja, auch das ist geplant. Frage Nummer 32. Werden wir Straßen brauchen? Es wird auf jeden Fall welche geben. Tja, brauchen wir sie jetzt oder nicht? Wir haben auf jeden Fall welche. Ist schon mal gut, oder? Kommen wir zur letzten Frage für heute. Wird es einen Ersatz für PO geben, also Port Olisar? Die Antwort hierzu ist etwas spektakulär. Wer weiß, wer weiß. Dazu sage ich mal, surprise, surprise, we will see. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, wir hören uns nächste Episode wieder. Bleibt mir gesund und habt eine schöne Woche im Börse. Ich gebe zurück zu Sitgo in die Herald. Invictus is basically an annual event that the Navy holds. Am Donnerstag gab es natürlich wieder ein Inside Star Citizen mit dem Titel Wie soll's auch anders sein? Welcome to Invictus, Spring 2020. Im ersten Teil beschreiben die verschiedenen Entwickler nochmal, was das Invictus Event überhaupt ist. Die UE Navy zeigt in atemberaubenden Shows ihre Schiffe und das Militär sucht neue Rekruten. Es gibt Shows, Ausstellungen und Partys ohne Ende. Verschiedene Hersteller präsentieren ihre Raumschiffe und Fahrzeuge, die ebenfalls im Zusammenhang mit der UEE stehen. Altbekannte sowie auch neue Konzepte wie der Origin G12 Rover werden in den Hallen des Area 18 Beveridge Convention Centers vorgestellt. Die UEE Navy wird hiermit ebenfalls das erste Mal zu einem größeren Thema im Persistent Universe. Das Thema Lore, in Klammern Geschichte, wird hiermit ein Stück weit spürbarer und mit dem Invictus-Feiertag der UEE erweitert. Zum Schluss dieses ersten Abschnitts gibt uns Paul Jones nochmal einen Hinweis, auch mal oben bei den Security Docs vorbeizuschauen. Zwinker, zwinker. Werden wir machen. Im zweiten Teil gab es dann wieder einen allseits beliebten Sprint Report, präsentiert von Jared Huckabee. Als erstes wird uns das Body Dragging in seiner allerersten Form gezeigt, die wohl zunächst in die 3.10 kommen soll. Hier wird es wohl in Zukunft wichtig sein, die Körper der NPCs aus dem Weg zu schaffen, um erstens keine Aufmerksamkeit zu erregen und zweitens womöglich eine Kopfgeldmission abzuschließen. Ne? Ich meine, sonst muss man die Körper ja, irgendwie muss man die ja dahin kriegen, die Jungs, in die Zellen. Ne? Die gehen ja nicht freiwillig. Work on one means work on both. And with the upcoming Alpha 3.10, this very first iteration of body dragging is a go. Now with time between now and the patch release,
The team will work to improve the grab targeting to accommodate for various armor types and minimize that space you're currently seeing between player and target. But we've no doubt the shenanigans players will get up to when this feature makes its way to players in the upcoming Alpha 3.10. Die Cutlass Blue wird nicht mit der Star Citizen Alpha 3.10 ins Spiel kommen, sondern bereits mit der Tada-Release der 3.9.1. Sobald Drake am 30. Mai seine Hallen öffnet, wird dieses Schiff ebenfalls auf der Seite von RSI als Kaufoption zur Verfügung stehen. Und jeder, der die Blue noch nicht besitzt, hat dann die Möglichkeit, sich eine zu ergattern. Ich übrigens auch. Daraufhin folgt ein kurzer Blick auf das überarbeitete Cockpit der M50 von Origin. Sehr schick der erste Eindruck, finde ich zumindest. Endlich gibt es einen Hinweis darauf, wie wir in Zukunft unser HUD bei unterschiedlichen Helligkeitsstufen im Hintergrund trotzdem noch gut erkennen können. Wie lange haben wir darauf gewartet? Mal ehrlich, ne? Ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber super wichtig. But the next step will be to continue dialing in the proper levels of brightness among the various backgrounds players may find throughout the persistent universe. Finally, Grimhex wird mit der Star Citizen Alpha 3.10 um große Hangarelemente und seiner Rennstrecke erweitert. Hier wurden uns schon mal ein paar Bilder präsentiert. Gefolgt von ein paar beeindruckenden Aufnahmen von Pyro One, einem Planeten aus dem bald kommenden Pyro-System. Auch sehr, sehr geil. Ach ja, Sprint Reports sind doch immer wieder was Feines. Here is in both an early state and outside of the Pyro system itself. So let's take that work in progress down in the corner to heart. See, there it is. Still, it's an exciting look at the different surface types and even plant life being explored for what was once thought to be a completely lifeless system. Hi, everybody. Welcome to another episode of Star Citizen Live, Invictus Launch Week Vehicle Q&A. Dann gab es gestern natürlich wieder eine Star Citizen Live-Sendung mit dem Titel Invictus Launch Week Vehicle Q&A. Zu Gast bei Jared Huckabee waren wieder im Homeoffice John Crew, Richard Taller und David Coulson. Eine ganze Stunde lang wurden spannende Fragen zum Thema Fahrzeuge und Raumschiffe gestellt. Zum Beispiel zur Mercury Starrunner war was dabei, die Merchantman wurde behandelt und auch die Hull-C-Serie. Dass es da noch Probleme mit den Docking, mit der Docking-Mechanik gibt und so weiter und so fort. Dann wurden auch Kleinigkeiten besprochen, wie zum Beispiel das neue Schildsystem. Es waren auf jeden Fall viele, viele spannende Fragen dabei, die wir euch natürlich bis zur nächsten Woche ins Deutsche übersetzen werden. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und da sind wir auch schon beim letzten Teil der Verse News, der Roadmap angelangt. Und es gab wieder ein kleines Update. Wir haben uns letzte Woche die Roadmap wieder nicht angeguckt, weil da war wirklich nicht, ist nicht wirklich viel passiert. Diese Woche ist auch nicht wirklich viel passiert, aber wir gucken uns das Ding trotzdem einmal an. Die größte Änderung und Überraschung überhaupt ist wahrscheinlich, dass jetzt hier bei der 3.9 statt einem Schiff zwei Schiffe stehen. Und zwar die Cutlass Blue ist jetzt released worden. Aber das wissen wir ja mittlerweile. Deswegen können wir das Ding auch schon zuklappen. Zack! So, dann gehen wir die 3.10 einmal durch. Hier bei den Charakteren ist der Mission Giver Eddie Parr, der Barkeeper auf Microtech. Und zwar in New Babbage. Ne, der sitzt da in der Bar und gibt dann uns Missionen, wahrscheinlich irgendwelche Drogensachen, der Schlingel. So, der hat sich aber, wie gesagt, gar nicht entwickelt. Ne, da kam nichts. Dann haben wir die Locations bei New Babbage. Hier sind ein paar Punkte nach oben gegangen. Ich glaube, einer oder so, nicht wirklich viel zur vorletzten Woche. Und die Grimhex hat sich aber ein bisschen entwickelt. Da haben wir jetzt 51 von 68, das war letzte Woche noch 48 von 66, das hat sich ein bisschen entwickelt, da geht's voran. Da haben wir ja auch Bilder im Inside Star Citizen gesehen, also da schaffen wir, das schaffen wir wirklich, denke ich mal, bis zu 3.10, dass das fertig wird. Das wird auch cool, da freue ich mich richtig drauf, auf diese neue Location, Grimhex und die Erweiterung. So, kommen wir zur künstlichen Intelligenz. Hier ist ja alles soweit poliert und ready zum Release. Gameplay, da hat sich ein bisschen was getan. Und zwar haben wir hier einen Punkt bei den Elevator Panel Updates dazu bekommen. So, ja, ist nicht doll viel, aber zumindest so ein bisschen was.
Ein bisschen mehr hat sich hier beim Body Dragging getan. Hier übrigens hat sich gar nichts entwickelt. Schon seit 2-3 Wochen nicht so wirklich. Ne? Also es steht schon die ganze Zeit bei 14 von 17. Gut, das müssen wir einfach weiter beobachten. Aber das Body Dragging, auch gerade im Inside Star Citizen gesehen, ist jetzt bei 21 von 27 Tasks. Und wenn hier hinten keine Tasks mehr dazukommen, keine Aufgaben, dann ist das Ding auch bald poliert. Das war übrigens in der letzten Woche noch bei 17 von 27. Das High Speed Combat ist bei 9 von 10, das ist auch so geblieben, da hat sich nichts entwickelt. Und das Ship HUD Rework ist, muss ich ganz kurz gucken, in meine Unterlagen hat sich ein bisschen entwickelt. Ja, das meine ich halt. Deswegen gehe ich diese Roadmap ungerne durch, weil das war letzte Woche noch bei 3 von 10 und das war letzte Woche fast überall durchmischt, genauso mit einem Punkt. Das muss man jetzt nicht durchgehen und nicht unbedingt sagen, oh, hier ein Punkt und noch ein Punkt und noch ein Punkt. Deswegen gehe ich das, wenn sich nicht wirklich was groß entwickelt, jetzt alle 2 Wochen durch. Ich muss das einfach spontan entscheiden. Wenn ich sage, das ist geil, das müsst ihr wissen, dann zeige ich euch das. Wenn das wirklich so ein paar Klüngelpünktchen sind, dann müsst ihr das ja nicht unbedingt erfahren. So, egal, weiter geht's. Law System V2 Surrender, das Aufgeben. 3 von 6 Punkten ist gleich geblieben wie in der vorherigen Woche. Rhystic Area Rework, 8 von 12 ist ebenfalls gleich geblieben. Und zack, schon ist das Gameplay wieder zu. Kommen wir zu den Schiffen und Vehicles. Die M50, da haben wir ja auch gerade noch den Innenraum gesehen im Inside Star Citizen. Steht aber auch schon seit mehreren Wochen bei 0 von 8 Tasks. Ich habe aber gehört, dass das Ding eigentlich schon fertig ist. Ne? Die hatten noch so ein paar Kleinigkeiten. Eigentlich wollten sie das Teil ja schon mit der 3.9 releasen, aber dann waren sie nicht ganz so zufrieden. Ich denke mal, deswegen, das wird auf jeden Fall fertig werden. Da habe ich überhaupt keine Sorgen. So. Kommen wir zu den Waffen. Hier sind ein paar Bilder dazugekommen. Hier haben wir die Lightning Bolt Corporation Aztef Electronic Sniper Rifle. Die ist mittlerweile bei 17 von 26 Tasks. Die ganzen Waffen entwickeln sich momentan wirklich hervorragend. Gar kein Problem. Das scheint wirklich zu funktionieren. Und hier haben wir zwar ein Task dazugekommen, aber ja, nicht schlimm. Das wird auf jeden Fall. Dann haben wir bei der Jiminy C54 Ballistic SMG haben wir ein Bild bekommen. Ja, das ist jetzt das neue Bild. Ja, ist ganz nett, aber diese ganzen Jiminy, das ist nicht so meins. Ne, das ist mir, weiß ich nicht, gefällt mir halt nicht so gern. Ich bin halt eher so der Lightning Bolt Fan hier, das ist so meins. Aber ist auch Geschmackssache. Ne? Auf jeden Fall haben wir hier 20 von 28. Das war letzte Woche noch bei 18 von 26. Auch ein paar Punkte Entwicklung. Sehr schön. Auch die Waffe, die Handfeuerwaffe, passend zu der Sniper Rifle, hat sich um einen Punkt entwickelt. Da ist jetzt 16 von 27. Letzte Woche waren noch 15. Und Klaus und Werner / Mess Driver stehen jetzt bei 22 von 30. Hat sich auch um einen Punkt erweitert. So, machen wir dazu, kommen wir zu den Cortex. Die Ocean Shader Improvements, da also das Wasser, dass das Wasser halt auch wirklich nach Wasser aussieht, ist schon poliert und ready. Und die HiMat Improvements sind bei 3 von 17, wie auch schon in der letzten Woche. Das ist die 3.10, liebe Freunde. Gehen wir in die 3.11 rüber. Hier haben wir zuerst 2 Locations. Einmal die Space Stations Refinery Decks. Die stehen aber weiterhin auf Planung. Und dann haben wir noch die Space Station Cargo Decks. Also da, wo wir dann in Zukunft neues Gameplay bezüglich des Transportierens und ganzen Logistik und so bekommen. Das wird auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Da haben wir jetzt 10 von 16. Das ist letzte Woche, stand da noch 10 von 17. Also da ist ein Task weniger gekommen. Ja, gut, so sieht es halt aus. Ne? Dann haben wir die künstliche Intelligenz. Dann, hier hat sich aber nichts getan. Das steht weiterhin auf Planung. Ebenfalls beim Gameplay, da ist das Einzige, was sich momentan entwickelt, ist das Werfen von Gegenständen. Das steht jetzt bei 9 von 16, letzte Woche noch bei 7 von 12. Der Rest steht alles noch auf Planung. Ich hoffe, dass die Jungs von CRG hier bald mal das Docking angehen, weil das ist wirklich eine Sache, das wird super wichtig. Ohne das wird die HAL-SEA oder überhaupt die HAL-Serie nicht reinkommen. Und da haben wir ja auch im Star Citizen Live, zumindest ich habe das gehört, ihr habt das noch nicht gehört, weil die Übersetzung kommt ja erst nächste Woche, dass sie halt noch Probleme haben genau mit dieser Docking-Mechanik. Das ist halt wohl nicht so einfach zu lösen. Aber gut, ne, werden die schon hinkriegen, die Jungs und Mädels.
Gut, dann kommen wir zu den Ships und Vehicles. Hier haben wir die Mercury Starrunner, steht seit Wochen schon auf 9 von 99 Tasks, keine Entwicklung. Dann haben wir die Waffen, das Greycat FPS Multitool Cutting Attachment, also das Attachment für unser Multitool, wo wir uns dann wahrscheinlich in Schiffe reinschweißen können oder auch Schiffteile kleinschweißen können, ne? Guter Zungenbrecher übrigens. Das steht weiterhin auf Planung. Super wichtiges Element hier, super wichtiges Teil. Und die Behring GP33 Granatlauncher steht bei 17 von 31, wie auch schon vor in den letzten Wochen. Und auch bei der Cortec, der Server-to-Client-Actor-Network-Rework steht bei 1 von 3 Task, auch keine Entwicklung zur letzten Woche. Freunde, das war's mit dem Roadmap-Update und ich werde natürlich jetzt die Woche, die kommt, sobald irgendwas Neues kommt bezüglich der Invictus Loungeweg, sobald neue Hallen eröffnet werden, sobald ein Feuerwerk losgeht, wir werden auf jeden Fall dabei sein. Ja, ich werde versuchen, mir die Zeit zu nehmen und ein Video zu machen und euch alles zu präsentieren, was wir hier sehen werden. Da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf und ich erwarte so einiges. Für heute verabschiede ich mich auf jeden Fall von euch und werde natürlich weiterhin berichten, auch hier in den Verse News, wenn es irgendwas Berichtenswertes gibt. Und ich möchte mich nochmal bedanken fürs Einschalten und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund. Tschüss.